Hallöchen und willkommen zurück. Hier hinten bin ich. Hallo. Aha, da bist du. Ja, ich bin hier. Ich habe hier vorne schon mal Dinge aufgebaut, nämlich Sektgläser. Und in die werde ich jetzt einmal ganz Wasser bei Raumtemperatur in einem Reagenzglas hinstellen. Und oh, ich habe hier meinen Wasserkocher, das ist nicht mehr kochend, das ist so 75 Grad warmes Wasser vorbereitet, quasi. Fock Affe fragt, ob es So. wieder was mit Farbe gibt. Ja, es gibt wieder was mit Farbe. Es gibt wieder was mit Farbe. Dürfen wir uns eine Korrekt. Farbe aussuchen? So. Nein. Oh, ist Nein, tut restriktiv mir veranlagt leid. hier. Es gibt nur eine Farbe, nämlich Tinte. diese Farbe, Tinte. Ja, Es geht heute um ah, okay. Tinte. Genau. Ich muss mal die Patrone aufstechen. Mach das Und mal. dann. Habt ihr früher auch immer die kleinen Kügelchen Kügelchen gesammelt? gesammelt? Auf jeden Fall, Natürlich. ja, na klar. Ja, man hat nichts damit gemacht, aber man musste sie sammeln. Es war eine Ja. zwanghafte Beschäftigung mit Kleinteilen, ja. So. Jetzt versuche ich mal einen Tropfen Tinte in das kalte Wasser reinzugeben. Ja, du schaffst das, André, du schaffst es. Drück. Ja. Ja. So, ich finde, das sieht nämlich sehr, sehr cool aus in Schaut aus oder wie eine kaltes, also Qualle, Raumtemperatur. die nach unten schwimmt. Genau. So. Ah. Und jetzt dasselbe Spiel bei dem Sollen wir raten, was warmen passiert? bis heißen Wasser. Möchte jemand raten, was passiert? Oh ja, das ist eine gute, während ich hier nochmal Na, lieber weiter Chat, was tippe. passiert? Ja, was wird denn passieren? Die Tinte hat Raumtemperatur, oder? Wird gefragt gerade. Ja. Mhm. Ja. Ja, Tinte Raumtemperatur und Wasser kalt. Ja. Jetzt, André, du Wie hast ihm ja keine Zeit gegeben. Es fällt viel schneller. ja, es fällt noch nicht viel schneller. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten und beobachten. Es löst sich viel schneller. Ja, und es nach unten geht es nicht ganz, ne? Nee. Es verschwindet. Magic. Ja. Oh Es mein Gott. verschwindet. Wie geht das denn? Du Genau. alter Zauberer. Hexe. Ich alter Zauberer. Ja, danke. Danke, danke, danke. Man kann es im Kalten auch so ein klein wenig erahnen. Auf jeden Fall die Schlieren davor und auch das unten ist jetzt ein bisschen hellblauer geworden, aber im warmen Wasser ist der Effekt halt größer. Was man hier beobachten kann, ist, dass Temperatur von Wasser wirklich dazu beiträgt, dass sich Dinge besser vermischen miteinander. Und im warmen Wasser wird die Tinte halt viel schneller in der Flüssigkeit verteilt, weil Wärme heißt nichts anderes, als dass sich die Teilchen der Flüssigkeit schneller bewegen. Aber das ist immer noch keine Erklärung dafür, warum die Tinte jetzt plötzlich verschwindet. Tinte, auf jeden Fall die Schultinte, die wir so in den ganz normalen Tintenpatronen und so weiter haben, ist sauer. Die hat einen ziemlich niedrigen pH-Wert, so 2 bis 3. Und Das kann ich bestätigen aus geschmacklichen Tests. oh Gott. Inga, warum hast du Tinte Also, probiert? ne, kennt Auf ihr die das nicht, wenn das, Warum hast du Tinte zum probiert? einen kann man auf die Patrone beißen, aber das war es nicht. Nee, wenn. Kennt ihr das nicht, wenn ihr einen Füllfederhalter habt und den habt ihr länger nicht benutzt und dann ist er eingetrocknet und dann müsst ihr ihn wieder anfassen, habt aber kein Wasser und dann leckt ihr Spitze? Nee, Nein? ich kenne nur, dass man so anhaucht, so. Also ja, angefaucht habe ich nicht. Ich habe noch nie die So ein Spitze Tipp aufgeleckt. vielleicht fürs nächste Mal. Na gut. Na, also, Also sie ist sauer. Sie ist sauer. ja, genau, es ist sauer. Und das heißt also, es gibt zwei Effekte hier. Einmal wird
Die Tinte besser verteilt, das heißt, sie wird blassblau. Man kann im Warmen auch noch so oben irgendwie so ein bisschen was von dem Blauen erkennen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja? So eine leichte Spur, aber es ist eigentlich relativ klar. Im Kalten dauert es halt länger, aber es sind nicht nur, dass die Tinte verteilt wird und deswegen weniger Farbeindruck da ist, sondern auch der pH-Wert, weil das hier ist einfach mal neutrales Wasser gewesen, also beides Leitungswasser einfach. Das eine habe ich nur heiß gemacht, das andere war so außer Leitung. Hat halt neutralen pH-Wert, also sowas bei 7. Und da wird das halt auch verdünnt und wenn Tinte in einen neutralen pH-Wert reinkommt, dann wird sie durchsichtig, also weniger blau. Wenn du den pH-Wert anhebst, dann wird Tinte weniger blau und bei neutral ist sie quasi fast weg. Und jetzt kommt der Zaubertrick. Wir sind nämlich noch nicht vorbei. Ich habe hier eine Pipette. Ja. Kannst du sie wieder sichtbar machen? Ich kann sie wieder sichtbar machen. Ja, ich habe hier einfach mal ja. Essig. Ach. Essigessenz, Entschuldigung. So, und da tropfe ich jetzt einfach mal und jetzt auf das rechte Glas achten. Also auf das linke von mir aus? Ja. Magic. Ich tropfe hier einfach nur Essig rein. Ja, oder? Voll geil. Ja. Sehr cool. Hübsch. Und also, da so ist sie wieder, weil... Nochmal erklären, ja. Ich bin ein bisschen schwer von KP. Also das eine ist die Chemie dahinter und das andere ist, also es ist beides die Chemie, Temperatur und pH-Wert, die da jetzt. Es ist sowohl haben. Physik als auch es ist sowohl Physik als auch Chemie. Tinte ist muss sauer sein, damit sie schön blau ist. Wenn du sie neutral machst, dann wird sie durchsichtig. Und eine Temperatur sorgt auch dafür, dass es besser vermischt wird. Bitte? Was hast du gefragt? Aber liegt es nicht einfach an der Farbe? Ich meine, es gibt ja auch andere Farben von Tinte. Ist Tinte per se, per Definition einfach sauer? Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, eine flüssige Farbe herzustellen, die man auf dem Papier verwendet? Ja, gibt es, bestimmt. Es gibt auch diverseste Arten von Tinte. Also wenn du einmal anfängst, nach Tinte zu gucken, wie viele unglaublich viele Arten es von Tinte gibt. Aber die normalerweise in Füllerpatronen drin ist, ist sauer und basiert auf diesem Effekt. Und man sieht es jetzt in dem Kalten hier, ne, ist jetzt auch so langsam die Tinte weg. Und quasi einmal die physikalische Verteilung, dass es verteilt wird. Aber halt auch, dass der pH-Wert ausgeglichen wird, dauert länger, wenn die Temperatur niedriger ist. Und wenn ich jetzt hier links auch Säure reintue, dann wird genau dasselbe passieren. Also mach das da mal. Wird jetzt, ja. Und da Olaf, wird auch du, wieder Tinte sichtbar. Bitte? Olaf, meinst du Essig gleich Tintenkiller-Killer? Der Tintenkiller, ja, wahrscheinlich ist das. Der Tintenkiller-Killer. Ja. Ach, nur Tintenkiller-Killer, ja, stimmt. Und was hatte ich denn? Aber ich habe eine Frage, was ist denn eigentlich Tinte? Aus was wird denn Tinte hergestellt? Also Tinte gibt es ja schon lange. Ja, jetzt auch gerade. Blaue Tiere, ne? Meistens haben sie am Anfang Da gibt es unglaublich viele, Rezepte. Ich habe jetzt ein bisschen Säure reingemacht, aber da dauert es natürlich jetzt auch wieder, bis sich das vermischt hat. Ich kann mal versuchen, mit der Pipette noch ein bisschen umzurühren. Aber jetzt sieht man, jetzt fängt an, die Säure halt langsamer ihr Werk zu tun und die Sache auch bläulicher zu machen. Ja, es kommt. Es kommt, genau. Also es dauert halt einen Moment, aber es passiert. Und tatsächlich kann man Tinte als Indikator benutzen. Nicht also längst nicht so gut wie Rotkohl. Wir haben ja auch mit unserem Rotkohlsaft irgendwie schon mal, dass man einen Farbumschlag bekommt, selbst wenn man in Wasser reinblubbert, dass man sieht, dass sich dann CO2 löst. Da haben wir auch ein Experiment zu. Tinte ist nicht so ein guter Indikator, aber im Prinzip kann man was damit machen. Blau ist sie halt im sauren Bereich und im basischen ist sie ganz leicht
rötlich. Und das habe ich jetzt nicht getestet. Also habe ich mir sagen lassen, dass die ganz leicht rötlich ist. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen, ich habe hier, habe ich vorbereitet, noch ein Reagenzglas. Und da mache ich auch mal ein bisschen warmes Wasser rein. Wo habe ich denn warmes Wasser? Und ein bisschen Natron. Also Natriumhydroxidbicarbonat oder Hydroxidcarbonat. Also etwas, was die Sache basisch macht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was dann passiert, ob die Tinte halt noch schneller verschwindet und ob es, ob man tatsächlich irgendwie diese leicht rötliche oder orangene Farbe dann sieht. Also ich mache mal hier ein bisschen davon rein und ein bisschen warmes Wasser, Ja, damit sich das ganz besser kurz. löst. Ich habe Ja. nur gerade kurz bei Wikipedia gelesen, dass Tinte im alten Ägypten aus Ruß und verschiedenen Bindemitteln wie Gummi arabicum hergestellt wurde. Und die Tusche oder auch indische Tinte wurde auch aus Ruß von verbrannter Nadelholzkohle und Lampenöl hergestellt. Nur so. Ah. Laut Wikipedia. Hoch, ist das noch heiß? Aber noch interessanter ist ja die aktuelle Tinte, mit der wir Ja, gerade das weiß ich nicht. experimentieren. Da ist Wo auch, ist da da die findest du auch nicht so Inhaltsangabe? einfach, was, woraus die denn gemacht ist. Aber erzähl, ja, wenn du was gefunden Die hast. antike, nee, aber nur die antike indische Tinte wurde aus keine Ahnung, Fruchtfleisch von verschiedenen Baumrinden und oft mit dem Blut von Aalen oder Welsen hergestellt, was übrigens giftig Oh. ist. Es Also, wurde auch Inga, oft hauch aus deinen Füller Reiswerkzeugen an. oder Nieten. Hauch deinen Füller an, nicht dran lecken, bitte. Okay, das ist sehr lieb von dir, dass du mich noch länger im Team haben möchtest. Ja. Gibt die Dufttinte, keine Ahnung, es gibt voll viele Tinte. Dufttinte, oh ja, krass, Ja. sowas gab es früher auch. Erdbeergeruch und so. Echt? Ah, das kenne ich überhaupt gar nicht. Ja, es gab so freakige, total, mal die Innenleute in der Grundschule hatten so. Und auch duftende Radiergummis, die dann von irgendwelchen besorgten Eltern verboten worden sind, weil man das ja aufessen könnte, weil es so gut riecht. Aber so Ja. natürlich roch das So, eigentlich gar nicht. ich stell das mal hier rein und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert mit der Tinte. Also das ist jetzt warmes Wasser mit Natron drin Natron. und da sollte der pH-Wert höher liegen. Also weiß ich nicht, 9 oder sowas. Habe ich jetzt nicht gemessen. Ich habe ordentlich was reingemacht und jetzt gucken wir mal. Was passiert? Er bleibt erstmal oben schön. Oh ja. Kann aber auch an der Temperatur liegen, vielleicht. Nee, weil vorhin, als es nur ins Wasser war, ist es Ja. runtergesunken und hat sich gleich aufgelöst. Die Tinte hat keinen Bock Die auf Dichte der Natron laut. Tinte hat keinen Flüssigkeiten. Bock. Das könnte sein. Ja, Dichtes das könnte die Salzwasser. Dichte sein, das stimmt. Ich mache nochmal einen Ja. Tropfen rein und werde das mal. Ach nee, ein Tropfen Müssen mal reicht. Nicht zu beobachten. viel. Und ich werde das jetzt mal einmal verschütteln. Ach. Ja, Däh. So, wie es aussieht, passiert hier nichts. also Lauchpower schlägt vor, du sollst mal mit Seife. Dann sollte der pH noch höher liegen als bei Nahe. Ja, das könnte natürlich machen. Also es gibt auf jeden Fall, und das kann ich mal gerade in den Chat reinwerfen, eine schöne Sache, und das konnte ich natürlich jetzt nicht mit Haushaltsmitteln machen. Ich muss es mal gerade suchen. Da haben sie das gemacht in einer
Ach Gott. pH-Indikator. Tinte. Ja, hier habe ich es gefunden. Das ist von der AG Sitzmann an der TU Clausthal. Jetzt ist die Tinte fast nicht mehr zu sehen. Ja. Ich schmeiß das mal rein. Da haben sie es mit Natronlauge und Salzsäure gemacht. Das habe ich natürlich nicht hier. Also, ne? Ich schmeiß das mal in den Chat. Da kann man sich das angucken, dass es so leicht bräunlich ist, wenn es basisch wird. Aber hier kann ich jetzt. Na, also. Es ist total schwierig zu sehen. Es hat immer noch einen leichten Blaustich, ne? Ich kann noch mal probieren, ein bisschen mehr Natron reinzugeben, aber ich glaube, das wird nicht viel helfen. Aber auf den Versuch kommt es an. So, gucken, ob wir dann was sehen, dass es nicht mehr hundertprozentig blau ist. Also, unser Rotkohlsaft ist definitiv ein besserer Indikator, aber ich finde es total spannend, wie das funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auf einem ähnlichen Prinzip dann quasi der Tintenkiller tatsächlich funktioniert. Also, dass er wahrscheinlich das basisch macht und dass dann die Tinte halt quasi verschwindet. Oh, jetzt habe ich so viel hier unten drin, dass ich einen Bodensatz habe. Aber ich fürchte, es ist eher. Also eine bräunliche Färbung kann man leider nicht wirklich sehen, ne? Nee. 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 Aber vielleicht ist auch zu wenig, ja, wohl weiß nicht, zu wenig Tinte drin, was du vielleicht brauchst, so eine höher konzentrierte Tinte, dass das Rot dann Also rauskommt. die Tinte Weil ist, glaube jetzt. ich, ist, glaub, wir können es ja mal probieren. Ich kann ja noch mal mehr Also, Tinte reingeben. Ich habe ja nur. weniger Wasser, weißt du, weil bei dem Experiment, gerade bei dem Video, da ist ja nur so der Boden vom Reagenzglas irgendwie voll. Also, nur, keine Ahnung. Ja, in der Videobeschreibung steht drin, zu verdünnter blauer Tinte wird Natronlauge, dann Salzsäure zugetropft. Also, ja, die haben ganz andere Möglichkeiten. Also ich glaube, mehr Tinte ist wahrscheinlich nicht das, was es geht. Ich bilde mir ein, dass es ein leichter Braunstich ist, aber das ist wahrscheinlich nur vom Licht. Ja, aber ich bin froh, dass es auf jeden Fall mit der Säure geklappt hat. Was wir jetzt noch machen können, Probieren. ist zu gucken, was passiert, wenn ich hier jetzt noch Essig reintropfe. Ob ich es dann auch wieder blau kriege. Aber wahrscheinlich puffert das Natron zu sehr, dass ich das nicht mehr sauer genug kriege, dass es blau wird. Aber ich weiß es nicht genau. Probier es mal aus. Das Ja. ist Wissenschaft. Das ist Halt. Wissenschaft. Wir machen jetzt einen Versuch. Eine unbestimmte Menge von einer bekannten Flüssigkeit in eine andere bestimmte Menge von anderen bekannten gemischten Flüssigkeiten. So, was jetzt natürlich hier passiert ist, es blubbert ganz furchtbar. Könnt ihr das auch hören? Nee. Man sieht so ein bisschen, ich mache mal gerade, ich glaube, so kann Aber man es besser sehen, kann man die Oberfläche besser sehen. oben wird es auch, glaube ich, wieder ein bisschen blau gerade, ne? Oh ja, jetzt schäumt es da. Ja, ist sehr viel Natriumbicarbonat drin. Das hat ja ein bisschen was von so einem verrückten Professor. Ja, jetzt haben wir Vielleicht in dem oberen explodiert. Teil, könnte man sagen, hat man jetzt sowas wie Kohlensäure. Uiuiui, ja, da blubbert's ordentlich. Ja, Ah, schön. ich hole mal die Kamera näher ran, dann kann man das ein bisschen, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ja, das müsste halt auch noch scharf stellen dabei. Ja. Man hat es eben auch schon ein bisschen. Jetzt ist gerade gut. Nicht mehr so. Jetzt.
War schon mal besser? Ja. So ist, glaube ich, ganz gut. Ja, es blubbert. Ach, Ja, und lecker, in diesem oberen André. Bereich, da ist auch jetzt irgendwie ein bisschen blau Blau. geworden, da wo ich mit Ja. der Säure reingekommen bin. Ja. Und ich mache das nochmal. Ich hole gleich die Kamera wieder näher ran. Oh ja, jetzt sieht man es auch Das ist deutlich. sehr schön Cool. geworden. Ja, cool. Können wir damit Mach vielleicht das jetzt kurz die Welt nochmal. retten? Ja, cool wär's. So, ich mache das jetzt nochmal in Nahaufnahme, wenn ich da Säure reingebe. Bezaubernd. Yeah. Super für einen Kindergeburtstag und so. Sieht cool aus. Schönes Ja, Experiment. und tatsächlich fungiert der Tintenkiller mit basisch und macht das dadurch unsichtbar. Ah, okay. Ups, was So, ist hier? kleines Experiment mit Temperaturen, Flüssigkeit, Säure und Base. Und das sieht ja geil aus mit der Schichtung im Ja. Reagenzglas. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das mache ich vielleicht nochmal. Ja, und es kommt auf die Wir haben jetzt so To-Do-Schreib viel, als ich habe jetzt Experiment einige auf. Experimente, die müssen alle auf die Website. Webseite. Aber wir sind auch gerade dabei, unsere Homepage zu überarbeiten und dann kommen da auch mal ein paar neue Sachen. Aber Also ich ja, kann das dir, war das kleine Experiment. ja, ich kann dir noch mal kurz aus Wikipedia zitieren. Also die Tinte, die in der Schule verwendet wird, sind organische Farbstoffe und die besitzen ein Chromophor, also ein Molekülteil mit frei beweglichen Elektronen, die durch Licht bestimmter Wellenlänge angeregt werden können. Und das einfallende Licht wird daher in diesem Wellenlängenbereich absorbiert und in anderen Wellenlängenbereichen reflektiert. Die Wellenlängenverteilung ändert sich also bei der partiellen Reflexion, wodurch das reflektierte Licht eine Farbe bekommt. Als blaue Füllertinte werden vor allem Triphenylmethanfarbstoffe wie Wasserblau eingesetzt. Wird die Beweglichkeit der farbgebenden Elektronen jedoch gestört, zum Beispiel durch Substanzen eines Tintenlöschers oder wie die Säure halt, ne, so verliert der Farbstoff seine Farbe. Im Fall der Triphenylmethanfarbstoffen reicht dazu häufig eine Beeinflussung des zentralen Kohlenstoffatoms aus, beispielsweise mit einem Nukleophil. Und genau, und das machen eben die OH- oder H+-Ionen. Diese Elektronen stören und deswegen geht die Farbe weg oder kann eben wiederkommen, weil diese Elektronen nur gestört werden. Also quasi ein Molekül wird nicht zerstört oder so, sondern nur diese Elektronen werden gestört, die Farbe geben. Ja, das ist Ja, ja danke, dass du wie, mal. wenn man sich durchdrängelt in der Bahn und die Leute kurzzeitig aus dem Weg räumt, aber sie sind immer noch da. Genau. So, Olaf wollen wir hat noch, spielen? ja, Ach unbedingt. so, Und nee, für es Olaf gibt noch eine dürfen wir auch Frage. gerne, ja, naja, nicht, das war ein Tipp. Wir können auch noch einen Stopfen aufs Reagenzglas machen und ein Teelicht runter. So als. Ah, ja, das stimmt. Ich habe keinen schönen Reagenzglashalter. Ja, Deswegen habe ich da. Sektgläser genommen. Dann kann es auch mal so übersprudeln, wie das jetzt gerade passiert ist. Und ich mache nicht einen super, dann landet einiges noch im Sektglas und man kann es vor allem gut sehen. Weil wenn man das nur in Wassergläsern macht, ist es nicht so schön. Aber das kann man auch zu Hause in einem länglichen Wasserglas halt machen. Das geht halt auch. Aber ich dachte, für die Kamera, war es so mit den Reagenzgläsern besser, weil dann ist Ja, mehr Wassersäule da. Und das mit hast dem du sehr Schichten hat schön super gemacht. funktioniert. Ja, auf Danke. jeden Fall. Danke. Danke. Ich Ja, freue mich auf die Experimentbeschreibung. ich erinnere mich auch, wir haben auch mal als Kinder mit meinen Cousins, die haben irgendwas bei Sendung mit der Maus gesehen, mit Hefe, irgendein Experiment und haben das nachgemacht und haben dann irgendwie Hefe in so eine Mineralwasserflasche und haben die zugemacht und haben das dann stehen lassen und vergessen. So unten in der Ja. Werkstatt. Ja, und dann hat sie halt Oh, irgendwann nach ein paar Tagen scheiße. halt, puff, Explodiert. Ja. Explosion. Es war Gott sei Dank niemand im Raum. Aber da war ein Kühlschrank und so, der hatte richtige Dellen drin. Und ja, Sendung mit der Ja. Maus. Weil echt irgendwie so eine Bombe gebaut, ey. Ja. Ja, Heftig. dann. Nee, da. Ja?
Nee, hau den Satz gerne raus. Er fing mit Soll ich F dann an. mal, soll ich dann mal das Spiel anschmeißen? Ja, ich schmeiß das Ja, Spiel an. mein Lieblingsspiel. fütter mich. Ja, da ist jetzt auch hier. Schau, da kann man so ein bisschen sehen, da unten. Ich weiß nicht, kann man sehen, dass das so Flock. Toten. Ja, das sind so die Totenalgen und dass die auch eigentlich so weiß sind. Nee, das sieht man nicht, ne? Doch, sieht Ja, man aber das? ich kenne das von meinen, bevor ich sie weggeschüttet habe. Ja, und das ist quasi dann so der marine Schnee. Also, dass die toten Algen, also hier, genau, hier sieht man das ja schön. Die toten Algen, also es sind ja Bakterien hier, aber photosynthetische Bakterien, die tot sind und dann absinken. Ja, einfach wunderschön. Ich habe übrigens das Glas auch noch zerdeppert letztens. Ich habe nicht nur meine Algen kaputt gemacht, sondern auch noch das Glas. Der Richtig schöne scheiße. Erlmeyer-Kolben. Ja. Oh. Ja, ist wirklich doof. Dumm gelaufen, sag ich mal. So. Ja, Das dann retten Spiel wir ist jetzt noch da. schnell die Welt. Genau. Mal Ich sehen, wie hoffe. weit wir heute kommen. Bitte helft uns. Lauchpower fragt gerade noch, womit du die Algen fütterst. Ach, das ist ja abgestürzt, das Spiel. Wir müssen das ja jetzt nochmal machen, den Rest. Fällt mir gerade wieder ein. Womit ich die Algen fütter, das ist eine total gute Frage. Bei diesem Spielset war Futter dabei. Das ist so ein weißes Pulver. Und irgendwo stand dann auch, was da drin ist, aber ich kann es hier nicht mehr sagen. Das war eine wilde Mischung. Ja. Also das ist irgendwie, weil die, das ist, du hast so ein weißes Pulver und das rührst du halt einfach an mit Wasser. Und ich glaube, da sind auch Salze drin, weil die Algen, die Bakterien wachsen halt besser bei in salzhaltigem Wasser. Und dann ist da irgendwie, keine Ahnung, Calcium, Kalium, was weiß ich was drin. Ich habe es vergessen, aber das musst du dir, also sie hatten dann irgendwo eine Rezeptur, haben wir dann auch noch irgendwann bekommen, aber das musst du dir selber zusammenmischen und sie hatten ja auch gesagt, naja, das kann man nur in größeren Mengen kaufen und wenn man sich mehr davon machen will, dann sollte man sich am besten zusammentun, weil sonst hat man irgendwie einen riesen Haufen von dem Shit. Und ich benutze immer noch das, weil ich fütter die ja nicht regelmäßig. Deswegen reicht das eine Weile. Aber ich kann mal gucken, ob ich es finde. Ich könnte ja mal hier noch. Ja, wir müssen noch einiges. Also wir sind jetzt irgendwo in einem Archiv und mussten irgendwelche Filme retten. Also haben uns in diese Kiste reingesetzt und hier können wir jetzt Das ist die Box mit den Videokassetten. es ist laut genug, oder? Ja. So, dann werden wir die mal hier öffnen. Die hat man nämlich Sie schon mal klemmt. geöffnet. Ah, sie klemmt. Hier ganz kurz. Also, die Algen werden gefüttert Wegen mit dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Natron, Meersalz, Kaliumsulfat, Urea, Dikaliumhydrogen, Magnesiumsulfat, Calciumchlorid und Eisenchelat. Toll. Also, das ist schon tatsächlich ein bisschen eine kompliziertere Mischung. Aber schön, dass du das noch hast. Ja, ich habe das ganze Set noch aufgenommen, weil ich es ja eigentlich prinzipiell eigentlich cool finde. Ich finde, man müsste es nur noch mal ein bisschen anders gestalten. Und dann finde ich das eigentlich eine total nice Sache, so für eine Schulklasse oder so. Ja, eigentlich mal, hätten wir eigentlich auch mal hier bei Kerstin beim Seminar erwähnen können, dass wir eigentlich könnten wir das doch kopieren und passender machen. Fällt mir gerade so Ja. auf. Hatte ich nicht. Tja. Hatten letzte Woche nicht Aber die die haben Idee, auch aber jetzt. genug zu tun. Aber wer soll das machen? Die schon da sind, haben ja alle ein Projekt. Nee, ich meine, falls wir nochmal machen, dass Ach du so so. als, keine Ahnung, falls Ja. jemand Bock drauf hat, das quasi cool zu machen. Ja. Genau, wir waren abgestürzt. Wir sind jetzt hier unten in dem Archiv. Wir müssen die Videokassetten hier rausholen. Ich probiere mal den Schraubenzieher. Ja, das ist auch das, was du probieren musst. So, Videos. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Mega. Salvador sagt, wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Okay, dann steigen wir wieder in die Box und werden dann Ja. wahrscheinlich abgeholt.
Nee, du musst den. Nee, wirst du nicht. Du musst ich wieder setzte raus, mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Du musst das, das Gerät nehmen. Der Gerät. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Quark Indes. Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Ach ja, genau. Salvador, wieso bist du in der Leitung? Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Nimm irgendwas. Ja. Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Ja. Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape. Ich habe das Tape. Ich habe sogar 2 Tapes. Eines von der Katastrophe und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort. Ich bin sofort da. Over and out. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das 2. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn. Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Ach so, genau. Und jetzt sollen wir ihn überzeugen. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Wenn es mir nicht gelingt, sie zu überzeugen, kannst du immer noch machen, was du willst. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung... Es war vollkommen egal. Ja, hat auf jeden Scheiß. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Zur Konferenz wären wir eine Woche früher da. Und wir hätten Ach so, das haben wir schon gemacht, für die Katastrophe zu finden. Guter Punkt. Und weiter? Wir hatten es mit Logik versucht, aber war ihm egal. Ja, du musst sie alle drei. Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten,
Dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut. Ich lasse dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ihr. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. Jetzt gerade ist eine Cutscene. Ah, nee. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Nee. Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Achso, jetzt kann ich noch speichern. Ja, das ist gut. Dann sind wir speichern. Bis dahin. Sehr gut, ja. Dann mache ich hier mal einen neuen. So. Kraftwerk-Video. Achso. Delvin, wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Jawohl. Faye, ich muss nachdenken. Was der immer denken muss. Konferenzvideo. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr! Mein Gott, was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Jo. Ja. An derselben Stelle. Inga, man kann dich nicht hören. Du bist auf stumm gestellt. Ja, ich habe Erdnussklubs gegessen, deswegen war ich auf stumm gestellt. Aber ich habe mich gefreut, wir haben gespeichert. Ja. Ja. Hoffentlich passiert das jetzt nicht immer und wir kommen überhaupt nicht weiter. Ja. Wenn es immer an dieselbe Stelle ist. Das wäre kacke. Mhm. Ja, gut, dass wir das mit dem Speichern. Ja. So. Weiterspielen. Also was passiert denn? Haben wir irgendwie einen Plan, was passiert, wenn es jetzt das dritte Mal abrauscht? Lassen wir es dann? Gucken wir erstmal, ob es überhaupt passiert. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Ich kann das jetzt mal überspringen, Zielkoordinaten sind eingeloggt.
Ja, Quantensignatur des Videos. Ja. Das war vielleicht der Trick. Das hat anscheinend funktioniert. Ja. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass Sie gottverdammt nochmal verschwinden. Drücken ist nicht, Alter. Oh. Wer ist denn das jetzt? Ihr Freund? Ja, aber wer dann? War auch nur der Rude Awakening. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Badezimmer in einem Hubschrauber? Was sind das nur für Leute? So eine Art Ökoterroristen? Wo bin ich hier? Ah. Und jetzt sind wir er anscheinend. Ich sehe da so eine Zange, okay. Die finde ich interessant, aber da kommst du wahrscheinlich gar nicht hin. Ja. Was habe ich denn dabei? Ich habe nichts dabei. Da hinten. Fußnagelknipser. Das Hygieneset von diesem Rowdy. Ein Hygieneset? Dusche. Ich kann das überhaupt sehen, wenn ich hingucke. Vielleicht kann man irgendwie was mit dem Wasser. Warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Kann man dadurch die Schnüre aufweichen oder sowas? Klar. Hätte ich jetzt einen Plasmabohrer, dann wäre das alles kein Problem. Stattdessen habe ich Kopfschmerzen und bin an einen Duschgriff gefesselt. Willkommen zurück im Leben, Bent. Wir haben dich vermisst. Mit den Knien? Hm, er will dir nicht abtreten. Mit den Alter, Händen? Mann, was hast du, kannst du noch? Vorhang. Sie hatten noch nicht mal den Anstand, ihn zuzuziehen. Ach, das bisschen Privatsphäre reicht doch vollkommen. Na. So. Und jetzt? Das war ein Hebel. Ja. Wegwerfen. Oh, mein Kreuz. So. Alter Mann, hin oder her. Es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Okay, Nagelknipser. Fußnagelknipser nehmen. So, fehlt nur noch der passende Plan. Ja, mit einem Nagelknipser fing alles an. Waschbecken. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Okay. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Okay, Fenster. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen.
Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Na, ein Schrank. Öffnen. Ein Kamm. Wow. Alles mitnehmen. Ja. Okay. Hier ist noch ein Schrank. Aftershave. Wow. Lesen. Ah ja, hier steht's auch schon. Achtung, leicht entflammbar. Bei feuerschwarzen Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Oh. Hm. Kann da hier jemand flambieren damit? Mhm. So, haben wir hier unten noch irgendwo was? Schraube. Eine Kreuzschlitzschraube. Sie hält irgendetwas an der Außenseite des Helikopters. Da braucht es schon mehr als verhornte Wurstfinger. Vielleicht den Nagel. Den Nagel. Ja, den Nageldings. Sonst kann man auch als Schraubenzieher benutzen. Dreher. Ja? Tinef. Nee, macht den Kamm. Den Kamm. Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Dann den Kamm mit dem, Ding verbinden. Nee, das will auch nicht. Ich bin doch nicht Meshugge. Meshugge. Quatsch. Da irgendwie kannst du die Zahnbürste nehmen? Und wie geht es dann weiter? Das wissen wir noch nicht. Nee. Wir müssen eins am anderen machen. Was ist denn das? Den Hebel hier kann ich auch nicht mehr benutzen. Kannst du die Dusche nicht aufnehmen? Nee. Dusche benutzen. Klar. Tür. Öffnen. Lauschen. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Pass mal auf. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Mit bloßen Händen wird das nichts. Kannst du die Stange nehmen? Nee. Kann man mit dem Nagelknipser als Dietrich arbeiten? Mhm. Wahrscheinlich. Das ist doch Quatsch mit Soße. Kann ich den Aftershave? Lieber Chat, ihr dürft mal mit Tipps geben und Unsinn. So, ne? Hast du gerade Pfeil gesagt? Dieses bayerische Pfeil. Ja. Ja. Das verrät die Herkunft. Ja, ich sag das nicht nur so oft, aber es ist eigentlich ein gutes Wort. Mhm. Aber man könnte auch gell oder wahrlich. Ihr könnt wahrlich mit. Wahrlich, ich sage dir. Mhm. Wird viel zu selten benutzt, das Wort. Nee, so, aber frei und wahrlich. Nagelklipser mit der Toilette. Narretei wird auch so ein selten. Firlefanz. Firlefanz, ja. Besser nicht. Ja, ansonsten haben wir nur noch die Schränke. Okay, wir können mal den Nagelklipser. Hab ich eben schon, das, ne? Führt doch zu nichts. Ja. Für die Kombi bin ich so ein Blech. Benutzen. Mein Bart bleibt. Okay. Pah, Schwachsinn. Larifari. So ein Heckmeck. Was können wir denn jetzt machen? Man kann mal nass machen. Schmonzes. Leute, helft uns mal. Also der Kamm passt in die Schraube. Ein bisschen weird, aber okay. Aber der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Ja, hast du schon den Aftershave auf dem Kamm gemacht? Tinef. Mir rutscht. Okay. Ja. So ein Quatsch. Kabbes. Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Ja, im Chat fragt gerade Yogi, kann man im Inventar auch Dinge benutzen, also ohne Interaktion mit der Umgebung? Ja, ich habe gerade versucht, den Kamm mit dem Fußnagelknipser zu benutzen. Achso, du meinst... Ich glaub,
einzeln. Schmarrn. Was wie mit der Kamera. Schmarrn. Ja, genau. Ja. Zerbrechen. Zerbrechen. Er ist etwas morsch in der Mitte, aber sonst ja. In gutem Zustand. Yogi machen. Jawohl. Geile Idee. Danke. Mega guter Tipp. Das wird nichts. Der Kamm hat das falsche Format für den Schraubenkopf. Hm. Aber vielleicht kann jetzt der... Kann man das auf den, die Zange drauf machen? Das wird nichts. Der Kamm hat das falsche... Das ist doch Unsinn. Ach. Haben wir... Aber jetzt so vielleicht ist der auch ein Dietrich jetzt für die Tür... Was ist denn bei der Tür unten das kleine Lüftungsfenster da? Hast du das Blech da? Hast du das schon mal angeklebt? Ich kann. Sinnlos. Selbst mit Kleber würde er nicht mehr halten. Nee, das ist, gehört zur Tür. Ah, okay. Hm. Jetzt hat er das falsche Format. Können wir den. Pah, Schwachsinn. Poppalapapp. Quark. Wir können auch mal. Wir haben Waschbecken, wir haben die Dusche. Riechen. Stechend und ja. Salzig nach dem größten Labor der Welt benannt. Herrlich. Diese junge Aktivistin und ihr Freund sind das Problem, nicht meine Fingernägel. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Danke, Fockaffe. Jawohl. Jetzt sind sie, haben wir ein Kammkreuz und jetzt können wir die Schraube lösen. Was für ein blödsinniger Plan. Oh. Aber er funktioniert. Gut. Sehr gut, Chat. Okay. Yeah, und jetzt haben wir hier ein Kabel. Verfolgen. Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Okay, dann ziehen wir mal. Ja. Ein Antennenarm. Ramsch. Ramsch. Okay, jetzt haben wir ein Kabel. Oh ja. Kuhfuß. Schaut aus wie eine. So. Jawohl. Und jetzt raus hier. Okay, ist hängt ja ein Huhn? Krass eingerichtet hier. Ja, da hängt ein Huhn mit einem kaputten Po. Oh ja, aber kann ich nicht... Eine goldene so, Schallplatte. Tür. wie lustig. So, sind wir da gerade ins Überhaus? Ja, wir können da hingehen. Ich will erstmal hier mich noch ein bisschen umgucken, was ich denn hier noch so. Roman, aber nichts weiter, außer Romane. Lesen, komm, wir lesen jetzt. Die meisten kenne ich schon. Oh, da links ist ja auch jemand. Alben. Okay. Ein Album mit der Aufschrift meine allerersten Fotos, eine Enzyklopädie über Comics und ein Karriereplaner Blitzreporter in 3 Tagen. Hinter den Büchern schaut ein Kabel hervor. Ein Kabel. Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Ein Kabel. Für was auch immer. Nachschlagewerke. Also wir haben das Kabel. Soll ich es direkt mal durchschneiden, oder? War auch meine erste ja, intuitive Idee. So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Okay. Das ist jetzt kaputt gemacht? Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Ja. Ja gut, hat es geklappt. Nachschlagewerke. Damit hätte ich anfangen müssen, als ich 14 war. Als ich noch Platz hatte in meinem Kopf. Okay. Hier ist Faye und wir können nach vorne gehen. Mhm. Faye ist ja vielleicht die nettere, weil die hat... Was meint ihr? Ich weiß nicht. Oder nach vorne gehen. Der Pilot kann jetzt nicht mehr. Phil ist auch ein Autopilot. Aber da sieht man so ein bisschen. Ja, gucken wir mal. Chat entscheiden lassen. Okay, schon zu spät. Ah. Nee, ist nicht zu spät. Hast du gesehen? Das heißt, der verrückter ist ein verrückter Typ.
Wenn man die Sicherung rausmacht, dann ist auch alles vorbei. Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Schlagen. Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Ja. Armaturen. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen. Dann nur noch einmal im Monat. Beziehungsweise gar nicht mehr. Hm. Okay. Hier oben kann ich nichts. Ich könnte was an den Sicherungen machen. Ja. Hm. Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Ich weiß nicht. Verwackeln oder nehmen? Yogi fragt, ob man das Chlorophyll als Aftershave als Chloroform. Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Aber wir wollen ja, er fliegt ja, wir wollen ja nicht abstürzen. Piloten. Ja, stimmt. Irgendwie, vielleicht reden wir doch erstmal mit Faye. Ja. Okay. Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Faye hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Ja, blauer Hase. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Den gibt's übrigens auch als Kuscheltier zu kaufen. Okay. Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Mhm. Okay. Das ist Harvey. Ah. Der Hase. Wir müssen irgendwie... Also müssen wir vielleicht doch mit der Sicherung was machen, dass sie... Dann sind sie immerhin verwirrt und er kann sich vielleicht in dem Moment auch wieder zurück im Badezimmer begeben, um nicht aufzufallen. Also, verwackeln? Nicht schon wieder! Weißt du, was du bist? Eine olle, meckrige Stute! Echt ein Wunder, dass du überhaupt noch hochkommst. Fliegt aber trotzdem weiter. Ich lasse sie lieber drin. Wer weiß, was sie sonst noch alles steuern. Und wenn man sie nochmal verwackelt, was passiert dann? Merkt er dann irgendwo was? Was willst du eigentlich, ha? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Pute. Okay. Wir können vielleicht einfach mal wieder... wir hatten doch hier noch das Kabel. Klettern. Hoffen wir mal das Beste, um dass der Boden kein Feuer fängt. Ja, da stand Klettern als Option dran. Ja, ich bin auch... ich kann das Kabel benutzen. Ich kann auch Klettern mal machen. Ich werde nicht mit einem elektrischen Kabel an einem fliegenden Hubschrauber entlang kraxeln. Da kann ich mich auch gleich aus dem Fenster werfen. Spielverderber. Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Und wenn man das mit den Sicherungen verbindet, mit dem extra Kabel oder mit dem Ventilator, ich glaube, du kannst nur was mit dem Raum, oder? Ja. Und Ventilator? Dann? Ja, ich weiß auch nicht. Fließendes Wasser und offene Leitungen sind keine gute Idee. Schmarrn. Das Kabel mit dem Kabel. Grober Unfug. Firlefanz. So ein Käse. Galimatias. Galimatias ist mir neu. Aber Kabel mit Kabel, passiert dann irgendwas? Mumpitz. So ein Blech. Nichts als Ramsch. So ein Heckmeck.
Fockaffe fragt, ob in den Regalen noch was ist, außer ja. Nee, leider nicht. Ich dachte, man könnte irgendwas, also man kann ja ganz offensichtlich auch was mit dem Kabel machen. Ja, die haben sehr viele Sätze eingesprochen, um Nein geht nicht zu sagen. Ja. Das erinnert sich an Max. Der Hase, glaube ich. Der immer so viel sagt. Ja, nee, ich meine, der schreibt, erinnert mich an Max aus Sam und Max, aber was erinnert mich? Harvey, der Hase? Der blaue Hase? Sorry. Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Ein Freund von mir hat den Hasen, hat ihn immer überall mit hin. Ganz viele Fotos, wo Harvey überall auf der Welt irgendwo rumhängt. Nee, aber Max schaut schon sehr anders aus. Ja. Aber der Harvey hat auch so ein bisschen den Psycho-Touch. Da muss ich hin. Aber vorher muss sie weg. Okay, wie komme ich da? Wie komme ich zum Funkgerät? Ich unten auf. Saustall, nee. Auch schön als Name. Ja. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Nee, Schubladen gehen nicht auf. Also ich meine, wenn es noch mehr wackelt, ne? Nach allem, was ich von ihr weiß, könnte das Ding in ihrer Hand gleich explodieren. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Also wenn man so lange an den Sicherungen rumdaddelt, dass er... Kann das passieren? Dass er irgendwann dann... Ja, irgendwann sie ruft und sagt, kannst du mal gucken oder so, ich muss fliegen. Hm. Nein. Ja, okay. Oder ja. Da unten sind auch Schubladen. Oh, Gitter. Oh. Hier ist ein... Wenn die Mechanik genauso verrostet ist wie dieses Gitter, dann gute Nacht. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Na sicher musst du da ran. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Mann... Bücher. Ausreißen. Oh, ja. Oh, die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Buchseiten mit Aftershave. Noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Ja, aber damit kann okay. Er ja vielleicht tatsächlich so anzünden. Also Feuer machen. Anzünden am Funken, genau. Und dann ins Waschbecken werfen. Das Papier würde sofort Feuer fangen. In meiner Hand. Ja, dann nimm okay. Halt den Nagel. Mumpitz. Nee, nimm's mit dem Nagel. Müll. Ne? Quark. Toilette? Und wie geht es dann weiter? Ja, dann würde ich sie anzünden in der Toilette, du Nasenbär. Hm. Das Waschbecken geht auch nicht. Mal sehen. Ein Ventilator. Dann geht der rauf. Jo, jetzt kannst du anziehen. Ja. Oh je. Hoffentlich geht das gut. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Ja. Jetzt hat sie nur kurz. Die Verbindung steht. Ja, es ging nur darum, nur kurz ich kann jetzt trotzdem nicht. Jetzt muss ich an den Sicherungen wackeln, wahrscheinlich, damit sie irgendwie was mitbekommt. Ich weiß nicht, oder. Ja. Oder an dem Kabel. Also, ich würde jetzt mal kurz die Tür schließen. Weil wir haben nirgendwo eine Sprechanlage. Ich würde jetzt mal an den Sicherungen wackeln. Ja. Ach nö, wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuschst du mich, das ist doch keine Beziehung. Okay. Ja, oder du musst da ist doch das Kabel bei den Büchern. Das sollte doch für eine Sprechanlage sein, vielleicht musst du da irgendwie am Punkt von mir nochmal.
Hatte schon das Vergnügen. Nichts als Unfug. Jetzt ist sie an. Tja, wo haben wir denn hier irgendwas sprechen? Oh, Diktiergerät. Ein Diktaphon unter einem Kissen? Das sieht mir doch verdächtig nach einem Traumtagebuch aus. Und ich dachte immer, Dr. Angust hätte das bloß erfunden, um mich zu ärgern. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Ein Plastiknetz und ein Diktiergerät. Können wir das Diktiergerät da oben... Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel. Nur einen normalen für Kopfhörer. Okay, Plastiknetz. Schwachfug. So, Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, dann wow, bin ich ein gemachter Mann. Natürlich brauchen wir noch einen besseren PR-Agenten, oder? Ach was, das mache ich selbst. Dann sei Klimawandel. Gott, ist die süß. Klingt so, als hätte die gute Fay einen Verehrer. Oh. Was sollte ich hier schon aufnehmen? Mich? Puh. Ah. Müll. Läuft. Ja. Und jetzt kann ich an den Sicherungen wackeln. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Das hast du gerade aufgenommen, oder? Ja. Ja. Ich glaube schon. Das kann man ihr jetzt irgendwo Fay vorspielen oder so. Ja. Damit sie sich streiten. Geläutert wird. Ja, aber ich muss irgendwie an die Sprechanlage kommen. Mhm. Und hier oben, wenn ich das da mache, Kabel. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel. Nur einen normalen für Kopfhörer. Kann man mit dem Nagel-Ding sie den Kopfhörer. Ja. Dieses Ding ist aus irgendeinem synthetischen Material. Fühlt sich eklig an. Vielleicht kannst du mit dem Nagelknipser die Kopfhörer oder so. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Mhm. Ah, ja. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja, danke. Es wird. Ja. So, und? Abspielen. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was machst du hier? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nicht? Na, da habe ich ja was angerichtet. Ja. Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Fay, 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 die Tür. Was? Okay. Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus. Okay. Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Ich habe genug von ihren Lügengeschichten. Sie haben mein Vertrauen verspielt, meine Liebe. Es reicht, der Spaß hat ein Ende. Oh, ist ja hier Psychotherapie. Wie weit Chat. Wollen wir uns direkt abgrenzen? Ja, genau. Chat. Chat. Ja.
braucht eine neutrale Meinung. Wir stecken zu stark. 1, 2, 3 oder 4. Letzte Chance vorbei. Wir stecken zu tief drin. Vier. Fockhoff hat 4 gesagt. Es reicht, der Spaß hat ein Ende. Jawohl. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Hey, pass mal auf, ich helfe dir. Warte. 1, 2, 3. Wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können, aber sie lassen mir keine andere Wahl. Ich werde ihnen niemals... Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht. Der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Okay, Kuhfuß, an die Tür. Gute Idee. So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meiner Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott. Und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. So. Regel eines jeden... Adventures. Wir nehmen den Hasen. Gefälligst seinen eigenen benutzen. Ausbruchplan. Ich habe schon alle Hände voll zu tun mit meinem. Was? Mann. Ja, benutze ihn mal. Und rede mit ihm. Kuschelst du ihn dann? Nein, das geht so nicht. Nicht für mich jedenfalls. Reden. Er kann bestimmt reden. Hat man dich auch wegen deiner Forschung entführt? Diese Verrückten. Warum redet der Hase nicht? Ich bin enttäuscht. Ich weiß es nicht. Kaffeemaschine benutzen. Sie ist zu schwer. Ja. Das muss warten, bis ich hier raus bin. Hätte sie gerne mitkommen. Zettel. Lesen. Hier steht: Frage an IOEC. Ist Emilio Indes ein Gauner? Frage an Demonstranten. Hilft er nicht der dritten Welt? Darunter Kapitel 1. Showdown in Oslo. Faye versus Indes Industries. Clash. Ich muss das nicht verstehen, oder? Da ist noch ein Zettel. Hier steht Frage an IOEC. Ach so. Frage an Demonstranten. Hast du gerade speichern gesagt? Ja, wir können auch mal wieder speichern. Aber ich glaube. Mist. Hallo? Mayday. Ich werde entführt. Ist da jemand? Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja. Ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt. Hören Sie! Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Siehst du das, Svensson? Siehst du das? Es sind keine Lügengeschichten. Es ist alles real. Nein. Sieh es dir gut an, Bent. Das hier ist eure Zukunft. Nein. Ihr Heuchler, Schwindler, verfluchte Bande, ich werde euch... Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund. Aber meine Freunde nennen mich Orgi. Ich bin freischaffender Journalist. Und Helikopterpilot. Ich arbeitete an meiner Vor-Ort-Reportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte.
Ist da jemand? Wir sind da. Oh. Kapitel 4, die Konferenz. Dann gibt es auch noch Kapitel 4. Ja, wer fliegt gerade? Ist auch eine total gute Frage, die ich gerade im Chat lese. Der Autopilot. Ach, okay, ja. Aber sie hat es tatsächlich geschafft. Ja. Funker Faye hat den Phoenix-Plan sabotiert. Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind. Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen. Dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indes-Kraftwerk. Und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh je. Okay. Sollen wir das als Break nehmen, weil wir sind jetzt schon 9:30? Ja, finde ich auch gut. Langsam. Die Zeit. Speichern. Ja, zack. Es ist Sonntagabend. Ja, es ist Sonntagabend. Oh. Mein Gott. Ah, wir haben einen. Wir dürfen nicht vergessen, ja, einen Termin kundzutun. Wir haben einen neuen Termin. Am 6.3., ne? Ja, wieder 19 ja, Uhr. Sonntag, der 6.3. Ja. Quasi in 2 Wochen. Genau, also ziemlich präzise. Haben wir auch wieder 19 Uhr gesagt? Wie gefällt euch eigentlich ja, 19 Uhr? Dann. Nur mal so in die Runde gefragt. Also die Menschen, die noch im Chat sind. Hallo? Stille. Hallo? Achso, ich dachte jetzt gerade so, seid ihr noch da? Naja, wir haben ja so ein bisschen, ein paar Sekunden Verzögerung, ne? Ja. Achso, ja. Aber passt für dich. Super. Musst du ein bisschen ja, super. Ah, ja, cool. Dann habe ich das schon mal so eingetragen. Super. Genau. Dann machen wir den nächsten Stream in genau 2 Wochen. Und, wieder mit lustigen Dingen aus Ozean und Meeren, Forschung und so weiter. Und wir spielen an dieser Stelle weiter. Wir retten weiter die Welt. Ja. Haben wir noch was anzukündigen? Ja, warte. Ja? Ja, ihr wisst es noch nicht, aber ich wollte euch noch die Woche vorhersagen. Oh. Die Woche. Ja. Yeah. Dylan will die Woche vorhersagen, aber wer von euch will denn die Woche vorhersagen? André? Jules? Julia okay. War schneller. Gut. Wir können dann, auch beide. Ja, könnt ihr ja auch beide. Also ich habe die berühmten, voll für alle, die jetzt neu dabei sind, es gab 2017 das Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane 16-17 und daher kommen diese Karten und das sind die Orakelkarten vom Dugong. Ich ziehe jetzt stellvertretend für denjenigen am anderen Ende in dem Fall eine Karte. Der Dugong muss vorhersagen, was daraus zu lesen ist für den Verlauf der nächsten Woche von Jules. Soll ich sagen? Ja, genau. Ich nehme jetzt die Hand, ich fange jetzt an und schwenke über die Karten. Kann das jetzt nicht zeigen, Stop. Aber okay. Wir haben diese Karte. Ich sehe es selber noch nicht. Ich sehe es auch nicht.
Ja, das ist. Du siehst es schon? Der Halligflieder. 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 Hallig. Das ist so wie heilig. Die nächste Woche sollte dir heilig sein. Du solltest aufblühen, indem sie dir ganz viele Freizeitaktivitäten ermöglicht. In Ruhe. Die heilige Freizeit. Dann bist du auf deiner Insel der Glückseligkeit und kannst erblühen. Ja, mal gucken, ob das nächste Woche klappt. Mit der Freizeit. Der Halligflieder. Ja, schön. Also, um zu erblühen, musst du dich auf deine einsame Insel geben. Nächste Woche. Auf deine Hallig. Ab und zu, oder? Ja, muss nicht die ganze Woche sein. Reicht ein paar Minuten am Tag. Für den Anfang. Okay. Alles klar. Ja. Ich werde es mir merken. Merke dir deine Insel. Nimm dir nächste Woche deine Insel. Ja. Damit du. Ja, heilig halt. Der heilige Flieger. André, möchtest du auch noch? Ja, ich möchte auch. Ich möchte auch. Okay. Oh, für André. Ja, für André. Da mache ich jetzt meine magische Hand und reiche darüber und. Stopp! Das war jetzt hier schnell. Da haben wir. Dieses Tier. Den Schlammspringer. Der Schlammer. Der Schlammspringer. André, nächste Woche wirst du dich, darfst du nicht vergessen, ab und zu, also erstmal durch die Pfützen hüpfen, das ist wichtig, und dann immer auch wieder rauskommen, nicht versinken. Und du wirst aus dem Schlamm heraus quasi neu geboren, solange du dich feucht hältst. Ich glaube, das geht nächste Woche. Feucht halten. Du musst dich feucht halten, dann läuft es nächste Woche. Wie geschmiert. Und wir haben hier sehr viele Pfützen. Also das ist, ich werde von Pfütze zu Pfütze springen, damit es ordentlich fluppt nächste Woche. Danke, Dylan. Gerne. Und darf noch jemand aus dem Chat? Ja, wenn jemand aus dem Chat noch die nächste Woche orakelt haben möchte, selbstverständlich. Möge er sich an dieser Stelle mit der Latte zeigen. Feucht halten, Sauna oder Sport? Nee, er soll durch... Lauchpower. Lauchpower, gerne. Ich nehme die magische Hand und du musst dann irgendwie Stopp sagen, bitte. Mit der Latenz. Mit der Latenz, ja. Stopp! Okay. Es ist diese Karte geworden. Ich sehe es selber nicht. Vorlesen. Der raue Pilzkoralle. Raue Pilzkoralle. Tja. Außen hart und rau und innen ganz weich. Du bist eine Lebensform, die Sondergleichen sucht. Du bist der Vorreiter in der nächsten Woche. Vor allen anderen wirst du Orte besiedeln, an die keiner herangekommen ist. Und selbst wenn es unter Wasser sein sollte und man wenigstens... Du wirst es schaffen. Es ist eine magische Woche für die Evolution. Okay. Ja, die Raupilzkoralle geht rauch an Lauchpower. Raus. Ja, alles klar. Ja, der das Dugan kann er so unterschreiben, sagt er. Ich wusste das. Ja, du bist ein Orakel. Richtig. Orakel sprechen immer in Rätseln. Ja, und man kann sich das rausziehen, was für eine Bedeutung hat. Und wir können ja dann in 2 Wochen. Also nicht vergessen, sehr gerne. Hallig, also Inseln such für die Ruhe, für die heilige Ruhe. Ordentlich mit Schlamm einschmieren und Vorreiter der Evolution sein. Damit geht es nächste Woche weiter und in 14 Tagen sehen wir uns dann wieder und gucken, ob sich das bewahrheitet hat. Ja. 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 Habt alle einen ganz wundervollen Abend, ihr Lieben da draußen. Ja. Ja, toll, dass ihr da wart. Es war wunderbar. Tschüss. Oh, tschüss. Ja. Blau geht's weiter. Und Julia, Algen füttern, nicht vergessen.